Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, hier vom Circuit de Catalunya in Barcelona, wo Suzuki sein MotoGP-Motorrad für 2015 testet. So hört sich das Ganze an. Suzuki wird 2015 wieder in den MotoGP-Zirkus einsteigen und vielleicht sogar schon heuer in Valencia am Start stehen mit einer Wildcard. Ganz fest steht das noch nicht. Man hat natürlich hier beim MotoGP gesehen, dass man doch noch einige Sekunden hinter der Zeit liegt. Suzuki möchte möglichst schnell zu Yamaha und Honda aufschließen. Ist natürlich ein sehr großes Ziel. Im Moment liegt die meiste Entwicklung in der Elektronik, ist vielleicht nicht schön zu hören, aber anscheinend ist die Mechanik das kleinere Problem. Man hat uns sogar verraten, dass man schon zu viel Leistung im Motor hatte. Er war aber zu aggressiv, hat viel Unruhe reingebracht und so hat man dann einfach einen schwächeren Motor genommen. Also an Leistung sollte es nicht mangeln. Das große Problem neben den 3 Jahren Abwesenheit, beziehungsweise nächstes Jahr dann schon 4, das Suzuki hat, ist natürlich dann ab 2016 auch noch die Reifenumstellung. MotoGP wird ja dann nicht mehr von Bridgestone beliefert, sondern von Michelin. Das war übrigens keine Suzuki, sondern eine Ducati, die testen auch noch hier, starten ja in der Open-Klasse und dürfen hier jetzt entwickeln. Die Testfahrer hier sind Randy Depunier, den man ja kennt, und ein japanischer Rennfahrer, der bei uns aber nicht bekannt ist, der hier in Barcelona auch mitentwickelt. Und wie man hört, hat Suzuki auch eines glänzend hinbekommen, nämlich den Sound, für den sie ja immer schon bekannt waren.